Ja, herzlich willkommen an alle und vielen Dank an Karl-Heinz, dass er hier im Hintergrund die Technik übernommen hat. Herzlich willkommen das Team von der ÖATMC, gut, ich krieg's hin, zu unserem inzwischen dritten Lernsprint zum Thema Selbstbedienung fürs Lernen. Nein, Selbstbedienung für Lerner und mit der, wie ich finde, schönen Frage, wie können wir Lernen zum Lifestyle-Produkt machen. Ich würde jetzt gern mal nach Wien übergeben und erstmal euch bitten, eine kurze Vorstellung, wer ihr seid und ja, was ihr bisher getan habt. Herbert, willst du anfangen? Ja, danke dir, Charlotte. Ja, herzlich willkommen, alles Liebe aus Wien. Mein Name ist Herwig Kummer, ich bin hier beim ÖAMTC. Lang ausgesprochen würde das bedeuten Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring-Club. In Deutschland kennt man unser Pendant ADAC ganz gut oder auch in der Schweiz den TCS. Wir haben österreichweit 3.800 Mitarbeiter und für ungefähr 2.000 Mitarbeiter sind wir drei zuständig, wenn es um das Thema Weiterbildung und Lernen geht. Mein Name ist Herwig Kummer, eben Personal- und Organisationsentwicklung. Mein Name ist Karin Decker, ich bin beim ÖAMTC für Schulungen der Schaltermitarbeiter in erster Linie zuständig eben für praxisnahes Training. Und hallo, mein Name ist Martin Müller, ich bin Leiter der technischen Schulung und bin für die Ausbildung unserer Technikmitarbeiter zuständig. Ja, danke auch für die Diskussion schon im Vorfeld. Die war ja schon sehr, sehr spannend. Und wir freuen uns auf viele, viele Inputs heute und auf spannende Diskussionen. Okay, ich schaue gerade mal hier in den Chat rein, aber da haben wir noch keinen Punkt. Herwig, willst du mal versuchen, die Diskussion, wie du sie bisher wahrgenommen hast, zusammenzufassen aus Diskus? Die Themen, die da hochgekommen sind? Ja, die war sehr, sehr vielfältig und sehr unterschiedliche Themen sind da hochgekommen. Nicht sehr überraschend, aber immer wieder gut zu lesen, zu hören und sich selbst zu bestätigen, sind ein paar Dinge, die da drinnen sind, was Lernen denn so erfolgreich macht. Eines der größten Themen war Sinn und Spaß, nämlich die Bereicherung für den Einzelnen. Es muss sinnhaft sein, es muss irgendeine Bedeutung haben und es darf auch Spaß machen. Ein zweiter Aspekt war Vielfalt, nämlich auch im Sinne eines großen Angebots unterschiedlicher Formate, also auch ein Mix aus verschiedenen Wies. Und Simon Dückert hat ja auch vorgeschlagen, finde ich eine ganz tolle Idee, sich an den Top 200 Tools von Jane Hart einmal zu orientieren und zu sagen, okay, schau doch mal die Liste durch, was da an Wies denn offeriert wird. Spannend habe ich auch gefunden, das Thema Individualisierung. Wir können es nur zum Lifestyle-Produkt machen, wenn man es individualisieren kann. Dazu kann Digitalisierung sicher einen werten Beitrag leisten, aber nicht nur. Und da kommen wir schon auch dazu, ersten Vorschlägen, wie das gehen kann. Also der Vergleich mit dem Supermarkt, den habe ich gut gefunden, nämlich Marketingprogramme auszufeilen, Kundenbindungsprogramme, die Leute immer wieder zurück in den Markt zu holen. Da könnte man sich einiges abschauen. Einen zweiten Aspekt, den ich sehr, sehr gut gefunden habe, die Unterscheidung zwischen Lernen für Performance Support und Lernen für persönliche langfristige Entwicklung, das sind nämlich wirklich zwei unterschiedliche Dinge, eine ganz wesentliche Unterscheidung. Und einmal war in der Diskussion kurz das Thema Lernbedarf selbst erkennen. Nicht jeder hat sofort Zugang, um zu erkennen, wo denn der eigene Lernbedarf vielleicht ist. Und vielleicht kann man hier auch unterstützen, entweder durch die Führungskraft, durch Feedback, aber auch durch Selbsterkennen, wo stehe ich denn da. Und zum Abschluss eine gute Idee auch von Simon, der sagt, gebt dem Prozess der Entwicklung auch Zeit, wenn man bedenkt, dass solche Dinge 10 bis 15 Jahre brauchen, bis sie im Unternehmen ankommen. Dann ist man mit 6 bis 8 Jahren ohnehin schon bei den Innovativen. Also man sollte sich nicht selbst überfordern, so als Botschaft. Würdest du mal
kurz oder vielleicht auch alle drei, da ihr ja schon einiges in der Richtung macht. Ich denke an Expedition Führung, das ihr im Moment zum dritten Mal laufen lasst, was ja auch ein Selbstbedienungssystem ist, beziehungsweise aus den anderen mal so die Erfahrungen zusammenfassen. Wie reagieren die Leute drauf? Wie viele reagieren? Wie viele reagieren überhaupt nicht? Und wo waren dann für euch bisher so die kritischen Punkte, wo man gegensteuern musste oder wo man vielleicht auch im Moment noch steht? Ja, die Expedition Führung ist da sicher ein guter Anlassfall, aber vielleicht darf ich was dazu sagen. Das ein sehr selbstgesteuertes Format ist und sehr leicht man als Teilnehmer wieder zurück auch ein bisschen in diese Seminarkonsumhaltung fällt und sagt, na lieber Expeditionsleiter, sag mir doch bitte, wo es denn hingehen soll. Dafür haben wir dich, das müssen wir selber machen, das wird anstrengend. Ja, das ist anstrengend manches Mal, weil es nicht immer ganz so klar ist für den Einzelnen. Das sind so die Erfahrungen. Zahlen könnte ich jetzt nicht sagen. Wir haben viele, die da wirklich gut aufspringen, die sagen, ich will nie wieder was anderes haben. Wir haben aber auch noch einen guten Teil an Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wo ist mein altes Skriptum? Wo sind meine Einladungen? Wo sind meine Dokus, die ich dann nachher schön in den Schrank stellen kann? Also diese Erwartungen haben wir auch noch und mit der sind wir auch noch konfrontiert. Wolltest du da was ergänzen? Ja, wir starten jetzt mit wir bezeichnen das intern als Freiwilligenschulungen. Wir haben vorher das Thema gehört, dass die Mitarbeiter selbst erkennen, wo sie ihren Bildungsbedarf haben. Das Ganze ist leider Gottes hier nicht ganz so einfach. Wenn man eine normale Kfz-Werkstätte nimmt, dann ist das Fahrzeug erst dann kann übergeben werden, wenn es wirklich repariert ist und wenn es fertig ist. Bei einem, ich sage es jetzt im ADAC-Slang, ADAC-Straßenwachtfahrer ist das nicht so. Der entscheidet selbst, wann er die Arbeit beendet oder wo er seine Möglichkeiten erschöpft hat. Und der Mitarbeiter weiß aber gar nicht, dass es vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Es gibt kein fertiges Endprodukt. Das entscheidet der einzelne Mitarbeiter selbst. Okay, jetzt sind ja Automechaniker und das werden die technischen Leute zum großen Teil sein. Gelten jetzt nicht so als das Klientel, wo man von vornherein unterstellt, lernwütig und dort auch eigeninitiativ. Müsst ihr Überzeugungsarbeit leisten oder was passiert, wenn ihr die Leute zum ersten Mal in so ein etwas anders gestricktes Format, wo ihr dann wirklich den Ernstfall zumindest simuliert, wenn ihr die dort reinsteckt? Wie reagieren die? Ja, die sind zum Großteil sehr interessiert und arbeiten auch intensiv mit in dieser Situation. Aber es ist halt dann die Frage, wie sieht es dann im echten Leben auf der Straße aus? Und das unterscheidet sich dann öfters. Und es ist unmöglich, die Vielfalt an Technik und die Lösungsmöglichkeiten zu schulen oder zu trainieren. Also wir haben einmal abgeschätzt, es gibt technisch gesehen 2.500 verschiedene Orte auf der Straße und das ist nicht abzudecken. Das heißt, es muss an der Motivation des Mitarbeiters liegen, sich die entsprechenden Informationen zu dem jeweiligen Fall einzuholen und dann sein Möglichstes tun. Also da zählt jetzt nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Motivation, alles zu geben. Und ja. Die Leute kennen das ja auch von dem eigenen Auto. Also die probieren wirklich alles aus, wenn das eigene Auto streikt, bevor sie zu den Kollegen in die Werkstatt fahren. Aber nicht immer ist dieser Vergleich auch dann im täglichen Dienstbetrieb angebracht. Haben wir noch was zu den zu der anderen Seite? Moment, ich muss jetzt gerade mal, bin gleich wieder da. Also wir haben hier gerade einen Kommentar hereinbekommen, das echte Leben auf der Straße bietet doch ganz viele Lernanlässe.
Das stimmt, ja. Die Frage ist, wird das als Lernanlass gesehen und wahrgenommen oder ist das die Abwicklung der Dienstleistung, wo der Lernaspekt vielleicht nicht ganz so im Vordergrund steht? Und die Frage, die sich daraus ergeben hat von Volkmar, inwieweit Lernaustausch zwischen den Servicetechnikern gefördert wird, das schaffen wir leider nicht auf der Straße, vielleicht noch nicht, das wäre zu aufwendig. Das schaffen wir aber durchaus auch mit unseren Aktivitäten, zum Beispiel durch ERFAS. Ja, also der wichtige Punkt ist ja für mich dabei, dass das ist eigentlich Arbeitsalltag und das müssen die Leute ja auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Sie sind ja irgendwie mit ihrem Job fertig geworden, aber sie wären wahrscheinlich nie auf den Gedanken gekommen, das als Lernanlass oder Lernen zu bezeichnen. Das ist einfach Arbeit. Ja, als Lernanlass. Die Frage ist, wird Lernen so hoch im Ablauf, wenn es um viel Dienstleistung geht, wird das so wahrgenommen? Ein schönes Beispiel, das wir immer diskutieren intern, ist, wenn ein Techniker sich jetzt eine halbe Stunde Zeit nimmt, um ein Problem wirklich zu finden, dann muss das auch akzeptiert sein im Dienstablauf. Das heißt, das muss in der Disposition entsprechend akzeptiert sein, das muss bei der Führungskraft akzeptiert sein, das darf keine Nachteile ergeben, weil jemand jetzt doch noch eine halbe Stunde dranhängt, sondern das ist wirklich Lernen und das muss man, also da sind wir auch stark dabei, mit der Organisation, mit den Führungskräften ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie können wir das dort einbetten, weil dort passiert es ja. Das wäre jetzt der Backup in der Organisationsstruktur. Die Diskussion hatten wir schon mal sehr intensiv mit Fissmann, wo dann auch gefragt wurde, ja, und wenn der Vorgesetzte dann sagt, ja, hier, was heißt hier lernen, mach mal die Arbeit, dass dann diese ganzen schönen Effekte wieder weg sind. Das heißt, wir brauchen wohl auch einen etwas anderen organisatorischen Rahmen, wenn wir die Leute wirklich dort auch fordern wollen. Ja. Das stimmt. Das erleben wir auch so ja, und wie zum Beispiel mit der Techniker-Challenge, die diese Woche stattgefunden hat, merken wir auch, dass wir da ein bisschen Energie hineinbekommen. Das ist eine Techniker-Challenge, die auch in der Dienstzeit stattgefunden hat. Also von der Organisation gibt es schon auch gute Knüpfungspunkte. Mhm. Genau. Hedwig, willst du? Nee, eure Dame. Ich habe den Karin. Karin, willst du noch mal aus deiner Sicht was dazu tun? Du hast noch mal einen etwas anderen Bereich. Genau. Wir haben zum Beispiel auch dieses Training gemacht, Prüfdienstleistungen, wo wir geschaut haben, dass Techniker und Schaltermitarbeiter miteinander arbeiten und in die gegenseitige Rolle schlüpfen können. Weil es immer wieder Diskussionen gibt, ja, wir haben keine Zeit, der Techniker das und das und so. Der Schaltermitarbeiter macht eine Klimaanlagenüberprüfung und sieht, was der Techniker machen muss. Und da ist das Einverständnis, dieses Miteinander einfach besser. Das machen wir jetzt seit circa 3 Jahren. Das erste Training wurde noch etwas skeptisch gesehen, aber die Mitarbeiter haben gemerkt, sie können viel mitnehmen. Und auch dieses Miteinander war einfach dann noch besser. Wenn man einfach auch eben sieht, okay, was macht der Schalter? Er macht auch etwas, er sitzt nicht nur vorne, sondern er gibt Sachen ein. Und das hat der Techniker selber auch gemacht und hat gesehen, was da für ein Aufwand ist, was für Fragen kommen und hat gemerkt, dass es einfach dann angenehmer das Arbeiten war. Dieses beidseitige Einverständnis zu sehen, was macht der andere. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu tun. Das verhindert so das Schuldzuschieben, ne? Ja, genau so ist wenn es. Wenn man das wirklich schon mal selbst gemacht hat, gibt es, was mich immer interessiert an dem Punkt, es ist ja auch mehr Zeitaufwand, den ihr da generiert. Wie viel ist es mehr und wann zahlt sich die Sache aus? Es ist gar nicht viel mehr, weil wir haben ja andere Trainings ja dann auch gehabt, die wir dann weglassen haben können. Also Vorbereitungssachen ja, aber es ist gar nicht so viel mehr. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar in Summe nachgerechnet, auch was Einschulung oder laufende Betreuung betrifft, dass der Schulungsaufwand pro Mitarbeiter sogar gesunken ist, nämlich was die Zeit betrifft, indem wir andere Dinge getan haben und andere Dinge einfach weggelassen haben, weil wir gesehen haben, dass sie nicht so viel bringen wie vielleicht neue Formate. Also es wird zielgenauer. Ja. Wenn die Leute sich das wirklich aussuchen, was sie jetzt wollen und was sie jetzt brauchen und mit wem sie jetzt reden,
wollen, mit wem Sie was austauschen wollen, dann wird es dichter, nehme ich mal an. Ja, genau. Genau. Die Frage ist auch, wie wir das messen. Einerseits können wir das nach Trainingszeit pro Mitarbeiter sehr schön messen und zweitens auch nach dem vorhandenen Budget, das wir dafür einsetzen. Nein. Mhm. Nein. Aber da ist am Nachmittag ein Termin, wo der Martin Etzerdinger mit dem Küchenkomitee drinnen ist. Naja. Oh, jetzt habe ich hier nochmal Learner as a Creator fördert Motivation unter anderem. Wie messen Sie dies? Gute Frage. Was messt ihr und wie messt ihr? Naja, den Lernerfolg, der lässt sich extrem schwer messen. Wir haben das schon versucht. Nämlich uns mit dem Qualitätsaspekt auseinanderzusetzen und gesagt, wozu tun wir denn das alles? Performance Support war so ein Thema auch in der Vorfelddiskussion. Das haben wir nicht geschafft, weil Qualität als solches kaum messbar ist. Oder wir haben zumindest keinen Ansatz gefunden, nämlich wirkliche Qualität. Insofern ist es ein bisschen schwierig gewesen. Das, was wir messen können, ist, wie viel wir investieren, zeitlich und finanziell, und was dann an Effekten herausschaut. Das können wir messen. Mhm. Habt ihr irgendwie Feedback von Kunden? Wird sowas erhoben? Könnte man da nicht auch eine Entwicklung verfolgen? Naja, das ist ein ganz eigenes Thema. Und zwar, da müssen wir unterscheiden zwischen Kundenzufriedenheit und der Dienstleistungsqualität. Wenn der Straßennachtfahrer sich bemüht, Geräte einsetzt, dann noch sagt, ich habe alles getan und ich organisiere Ihnen jetzt so schnell wie möglich eine Abschleppung in die Werkstätte, dann kann die Kundenzufriedenheit sehr hoch sein, aber die Dienstleistungsqualität ganz unten angesiedelt sein. Das heißt, wir haben dummen Fehler nicht gefunden. Genau. Oft einen simplen, einfachen Fehler nicht gefunden, aber trotzdem ist der Kunde zufrieden, weil eben der Fahrer gekommen ist, weil er sich bemüht hat, weil die Abschleppung schnell vonstatten gegangen ist. Eine tolle Dienstleistung aus der Sicht des Kundens, aber wenn man es intern betrachtet und von der fachlichen Seite halt eben nicht. Ja, man könnte ja auch sowas erheben wie Dauer des Kundenkontakts, also wie viele Leute werden in die Werkstatt abgeschleppt, wie viele Leute kriegen, was weiß ich, ihre Batterie wieder angeklemmt oder ähnliche simple Dinge und fahren weiter. Ja, das, was wir in der Diskussion sehr schnell gemerkt haben, dass einzelne KPIs in die Irre führen können. Nehmen wir das Beispiel Dauer des Kundenkontaktes. Jetzt könnte es ein Mitarbeiter sein, der sich sehr bemüht, der wirklich viel lernt, weil er dieses Auto wieder flott kriegt, braucht aber ewig lang und im Sinne einer Effizienzmessung dann zu sagen, Jesus, na, wieso braucht denn der Mitarbeiter so lange? Man muss das immer im Verhältnis mit anderen Dingen sehen. Also das heißt, wir haben uns schon damit beschäftigt zu sagen, welche Dinge können wir zusammenfassen, so dass man es nicht unter Anführungszeichen türken kann oder dass die Dinge irgendwie Aussage bekommen. Aber das ist so ein Unterfangen, dass wir da nicht wirklich weitergekommen sind. Da arbeiten wir lieber mit den Leuten und versuchen hier weiterzukommen, auch über die Führungskräfte weiterzukommen, weil die sind ja in der Regel, wenn es nicht gerade die Straßenwacht ist, sondern wenn das wirklich vor Ort am Stützpunkt ist, die das wirklich einschätzen können und auch beobachten können. Ja, das heißt, die Evaluation wird, wenn man so komplexe Dinge zulässt, auch völlig unübersichtlicher. Das heißt, es kommt im Endeffekt dann eigentlich nur noch eine qualitative Beurteilung durch die Führungskräfte in Betracht. Das ist der wesentliche Faktor, mit dem ihr arbeiten könnt. Richtig? Genau, und da hätte ich auch ein Beispiel aus einem anderen Bereich, wie zum Beispiel der Expedition Führung, wo auch immer wieder gefragt wird, was war denn der Lernerfolg und was haben die Leute gelernt. Wir können relativ schön auflisten, was ist denn in der Organisation passiert, nämlich Wertvolles passiert, welche Initiativen wurden gestartet etc. Dann hat sich auch im Management die Diskussion um den Erfolg überhaupt nicht mehr gestellt, sondern es war eindeutig klar, dass hier etwas passiert ist. Ich will jetzt gerade mal hier auf die Frageseite gehen. Hier habe ich seit längerem
Eine etwas längere Frage. Alte nicht motivierende Learning Management Systeme reporten im Normalfall Nutzung, Tests und gegebenenfalls, wenn auch gut, wirkliches Skill Development. So. Ach, jetzt sind wir bei der Kirkpatrick-Pyramide. Es verbringen zu viele Firmen damit, Mitarbeiter und Lernen messen zu wollen, als diese zu motivieren. Und darum geht es heute, oder? Wir können es nur bestätigen. Also wir halten uns nicht weiter mit Messung auf. Wir haben uns zwar das durchgedacht, ob es Möglichkeiten gibt, aber wir versuchen die Dinge in die Fläche zu bekommen und dann mit den Ergebnissen, die sichtbar werden, weiterzuarbeiten. Mhm. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, ob wir mit Fähigkeits- oder Kompetenzprofilen arbeiten. Nein, weil das wäre auch sehr viel Selbstbeschäftigung mit uns und mit den Mitarbeitern. Aber für den tatsächlichen Erfolg im Alltag macht das wahrscheinlich wenig Unterschied. Okay, Stefan, ich hätte eine Frage. Wie geht ihr mit Lernzielen um? Gebt ihr euren Mitarbeitern Hilfen, eigene Lernziele zu formulieren und auch ihre Verhaltensänderung zu reflektieren? Also definitive Lernziele geben wir nicht. Wir regen immer wieder an, diese zu formulieren und sie zu erkennen und zu sagen, okay, in welche Richtung kann das gehen? Aber so ausformulierte Ziele haben wir nicht. Verhaltensänderungen zu reflektieren, dazu regen wir ebenfalls an und sagen, schaut mal, beobachtet euch selber, das tun wir, aber nicht systematisch. Gibt es denn übergeordnete Unternehmensziele? Zum Beispiel, wir wollen in dem Bereich so und so viel wachsen oder so und so viel mehr Kunden dieser Sorte haben, wo man dann Rückschlüsse ziehen kann? Naja, nicht direkt. Also große Ziele sind natürlich, wie viele Mitglieder haben wir und wie viele treue Mitglieder haben wir. Mhm. Da sind wir sehr verwöhnt. Wir wachsen jedes Jahr 2-3%, was Mitgliedschaft und Schutzbrief betrifft. Also da gibt es wenig Messpunkte, wo wir sagen können, das könnten wir darauf zurückführen. Wobei ich sowieso warnen würde zu sagen, nur weil die Leute gut lernen, haben wir mehr Mitglieder. Das eine hat mit dem anderen schon irgendwie zu tun, aber sicher nicht linear. Ja. Ach, jetzt sind wir beim Lernbegleiter. Wie seht ihr die Rolle eines Lernbegleiters? Es gibt hierzu ja sehr unterschiedliche Ansichten, kann ich bestätigen, kann nur auf einen Post von Karl-Heinz verweisen, der da etwas skeptisch war in Diskurs. Wie seht ihr das? Naja, was unsere eigene Rolle betrifft, da haben wir viele Diskussionen. Wer wollen wir denn sein? Wer können wir sein? Was können wir noch leisten? Wie viel braucht es von welcher Rolle? Egal ob das, ich nenne es jetzt Trainer, Moderator, Coach, Lernbegleiter, Impulsgeber, was auch immer ist, da sind wir auch in uns ständig auf der Suche, wie ist der richtige Mix, wie sehr wollen wir vom einen, wie viel wollen wir von anderen, für welches Thema eignet sich etwas. Aber dass wir jetzt da kategorisch sagen würden, wir sind Lernbegleiter und alles andere nicht, das sehen wir nicht so. Vor allem, wir haben ja auch noch auch zum Teil andere Rollen, die vielleicht gar nicht so förderlich sind, weil ihr seid auch in der Revision, in der technischen Revision auch tätig. Das heißt, da gibt es sehr leicht auch einmal auch einen Rollenkonflikt. Bin ich jetzt als Revisor da oder bin ich jetzt als Coach oder Hilfestellung da, ja, wie immer man es leisten will. Also da braucht es auch viel Rollenklarheit, die wir nicht immer auch selbst haben. Ja, das beschreibt ja auch eher so die allgemeine Rolle, die ihr jetzt als interne Abteilung habt, aber ich verstehe das auch so, ihr sagt jetzt nicht, guck mal, da neben dir steht jetzt dein Lernbegleiter, der wird dich jetzt die nächsten Monate durch deine Lernprozesse begleiten. So funktioniert es einfach nicht. Nein, also für mich kommt dann sehr schnell das Bild des Rollators auf und der wollen wir ja nicht sein, auch für junge, fitte Leute nicht. Haben ja auch irgendwie die These, dass sie das gar nicht so sehr brauchen, ja, sondern dass man im Gegenteil sagt, nun macht mal und dann eigentlich nur noch reingeht, wenn sie halt irgendwie nicht können, was auch mal passieren kann, aber wahrscheinlich viel seltener, als wir meinen. Ich habe immer so das Gefühl, da steht auch sehr stark die Frage dahinter, welches Menschenbild habe ich denn überhaupt? Mhm.
Das ist ja auch in der Diskussion sehr stark rausgekommen. Mindset, welches Mindset, was heißt das für die Trainer, was heißt das für die Lerner, eher in die Growth Mindset und nicht in Fixed Mindset. Ja, das ist eine schöne Unterscheidung und dem kann ich viel abgewinnen. Für das alltägliche Tun ist es eher Grundlage und tritt wenig in Erscheinung. Mhm. Mit dem Rollenfindungsproblem seid ihr nicht alleine. Danke, danke. Vielleicht könnten wir dazu noch mal was aus den Zuhörern bekommen. Entweder über den Chat oder vielleicht kann man auch einzelne Leute mal reinschalten. Karl-Heinz, wie sieht es aus? Ja, ihr könnt euer Mikrofon einschalten. Ich habe es nicht generell abgeschaltet. Also wer sich melden will, einfach Mikrofon einschalten. Und okay, dann warten wir mal gerade eine Weile, ob wir hier eine Stimme hören. Und ich gucke noch mal durch die Liste hier. Bitte muten das mal. Ja, das haben wir alles schon. Hallo, hier ist Janke. Könnt ihr mich hören? Ja, hallo Janke. Jetzt könnt ihr mich hören. Ja, ich hatte das reingeschrieben, weil mir das irgendwie so gerade kam. Das war so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Mit dem Rollenfindungsproblem, das, was einfach beschrieben ist, dass man sich doch oft ein bisschen zerreißt. In welcher Rolle bin ich denn jetzt eigentlich? Wo stecke ich meine Energie rein, meine Zeit, meine Prioritäten? Sagt das Unternehmen dazu generell was? Das ist eben oft die Frage. Die würde ich gerne zurück in den Chat oder zu euch geben. Wie sieht das dann bei dir aus? Wie gesagt, diese Klarheit, die muss eben definiert werden. Und das ist an vielen Stellen noch nicht so ganz klar, gerade wenn man mit neuen Themen reinkommt. Das war jetzt sehr vage geantwortet, aber so ist es. Okay, das heißt, ihr kriegt auch nicht von oben gesagt, rums, das ist es und jetzt macht mal. Das heißt, ihr definiert euch selbst. Ja. Ist doch nicht schlecht. Ein Stück weit ja. Wir werden ganz unterschiedlich gesehen im Haus von verschiedensten Abteilungen. Wir haben im Haus in der Betrachtung von verschiedenen Fachbereichen eine unterschiedliche Rolle. Einmal die Kontrolleurrolle, einmal die Trainerrolle. Es unterscheidet sich sehr stark sogar im Haus. Und wir versuchen dann immer auch in der jeweiligen Situation unsere Rolle zwar zu finden, was schwierig genug ist, und nicht immer trifft sich dieses Rollenbild dann mit der Rolle, die man uns gibt. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Okay, eigentlich nichts Schlechtes, ne? Also es sind verschiedene Rollen. Und ihr müsst euch da auch nicht allen gegenüber festlegen. Aber ich sehe jetzt gerade hier, Renate, mit welchen Lernformen und Angeboten habt ihr in Bezug auf Selbstbedienung besonders gute Erfahrungen? Habt ihr schöne Beispiele? Schöne Beispiele sind immer gut. Ja, wir haben es ja versucht, auch im Video ein bisschen zu skizzieren. Also wieder mal die Expedition Führung, die lebt ja davon, dass die Leute sich selbst bedienen und sagen, das würde ich gerne machen, bitte organisiert mir das. Wir haben zum Beispiel auch dieses Talk, wo man ganz unkonventionell hingehen kann und sich bedienen kann und das einfach nutzen kann, um Sprache zu bewegen. Wir haben natürlich auch Informationen, wir haben im Online-Bereich, wir haben ein eigenes Informationssystem, wir haben viele Videos online, noch nicht so viele, wie wir haben wollten. Wir haben auch kleinere Lernspiele auch online. Also man kann, wenn man möchte. Die Frage ist, also sagen wir mal so, online sind noch nicht der Reißer. Wir haben zum Beispiel auch das Training on the Job, wo die Mitarbeiter eben, wir haben vorher Grundschulungen und dann fahrt man auch auf die Stützpunkte hinaus und schaut, wie tun sich die Mitarbeiter, weil Theorie und Praxis doch auch ein großer Unterschied ist. Und auch hier schaut man, okay, wie geht's den Mitarbeitern, was müssen wir bei unseren Trainings noch ändern, damit es noch praxisnäher wird. Aber das Training on the Job kommt sehr gut an und kann auch selber eingefordert werden. Jetzt habe ich hier nochmal eine Frage.
Hier hat sich noch mal jemand draufgeschaltet. Wie schafft ihr es? Das war Stefan, leider springt es hier laufend. Wie schafft ihr Räume, zeitliche, organisatorische und haptische, in denen sich eure Mitarbeiter vom Weiterbildungsbuffet bedienen und auch selbst Inputs geben können? Okay, ich glaube, die Variante, ja, wie ist das mit den Selbstinputs der Mitarbeiter? Entsteht da auch wieder was? Naja, da haben wir jetzt nicht das Beispiel, wo wir sagen, ja, da haben wir schon viel ausprobiert. Wir haben viel im Kopf und wir sind gerade auch was direkt an der Front, also was bei dir, mit den Kolleginnen ständig im Austausch. Aber dass wir da jetzt ein Format hätten oder dass wir das jetzt irgendwie schon umgesetzt hätten, das sehe ich, nein, das sehe ich nicht. Geht es da noch hin? Naja, es wird dorthin gehen. Die Frage ist immer, wie unterstützt man das? In der Diskussion im Vorfeld ist ja auch das Thema Enterprise Social Network vorgekommen. Dieses Thema setze ich immer wieder auf die Agenda. Aber das ist nicht nur ein Personalthema, das ist ein Querschnittsthema. Und da gibt es Diskussionen im Haus, aber noch nichts, wo wir sagen, das wird unmittelbar ins Leben kommen. Okay, ich habe hier nochmal von Herbert Schmidt, sich selbst definieren ist, ach, dass das immer springt, das ist doch lästig. Sich selbst definieren ist aus meiner subjektiven Sicht die Übernahme von Verantwortung. Wenn man das jetzt übersetzt, dann müsstet ihr ja beobachten, dass die Leute mehr und freiwilliger und auch risikobereiter Verantwortung übernehmen. Ist das so? Schwer zu sagen. Sehr skeptisch aus. Oder sagt ihr, okay, der Spielraum ist jetzt einfach nicht da im Alltag, was ja auch eine Möglichkeit ist. Naja, die Organisation gibt extrem viel Spielraum, ist meine Erfahrung. Und da kann man auch viel experimentieren, nicht nur wir im Learning-Bereich, sondern auch draußen an der Straße. Also wir haben eigentlich so eine Fehlerkultur, wie es sich manche wünschen würden. Nicht, dass wir uns Fehler wünschen, aber wir können schon viel ausprobieren, auch der einzelnen Mitarbeiter. Die Frage ist, wie weit wird dieses Pouvoir auch wirklich ausgenutzt? Wir versuchen es gut auszunutzen und probieren extrem viel aus. Viele andere tun das auch, aber dass es flächendeckend ist, würde ich jetzt noch nicht sagen. Okay, ja, das ist doch Otto Bock, Stefanie. Ja, das ist doch aber der Wunsch, wenn Sie sich selbst bedienen sollen, dass Sie Verantwortung übernehmen, oder? Ja, ja. Genau, so ist es ja. Genau. Genau. Ich glaube, also wir hatten, Simon hatte ja schon mal auf diese 10-Jahresfrist hingewiesen. Und ich glaube, wir haben hier, das war jetzt eher der technische Aspekt, aber auch im, sagen wir mal so, wenn wir uns den menschlichen Entwicklungsaspekt angucken, dann werden wir ja auch mit Zeiträumen, vielleicht nicht gerade mit Zeiträumen von 10 Jahren, aber mit ähnlichen reden. Jetzt haben wir Simon, mein Eindruck, wir sprechen an vielen Stellen von digitalen Lernen und selbstgesteuerten Lernen, aber einfachste Basisinfrastruktur wie Suchmaschinen, Enterprise, Social Network, internes YouTube etc. ist noch nicht mal vorhanden. Mhm. Aha, 2-3 Jahre Basisarbeit und dann ist Selbstbedienen erst möglich. Mhm. Danke, Simon, für den Finger in der Wunde. Das stimmt, ja. Ist das eine Toolfrage? Es ist keine Toolfrage und wir versuchen das Thema immer von der Toolfrage wegzubekommen, weil sonst haben wir eine ganz andere Diskussion. Aber natürlich, irgendein Tool wird es wohl sein müssen, um das zu bewerkstelligen. Oder es können auch viele Tools sein, das muss ich nicht auf ein Tool reduzieren. Aber ja, es ist Basisarbeit zu leisten und wir versuchen mit den Aktivitäten, die wir jetzt setzen, vielleicht schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten, damit es nachher ein bisschen schneller geht. Mhm. Habt ihr eigentlich auch, das ist jetzt mal meine Frage, mal böse Kritik von Mitarbeitern bekommen und wie wurde die begründet? Also nicht nur böse Kritik, ich wurde sogar schon in die Geschäftsführung zitiert. Also ich habe das, glaube ich, auch im Zuge der Expedition Führung auch einmal erzählt.
wirklich ein Krisengespräch, zu sagen, wie kann das nur sein? Da kommt ein Trainer, der verlangt viel Geld und der hat keine Inhalte, der hat keine Folien und der fragt uns nur, was wir wollen. Entschuldigung, das kann wohl nicht euer Ernst sein. Jetzt seid ihr komplett verrückt geworden. Also das sind zum Teil auch harsche Diskussionen, Gott sei Dank nicht tagtäglich, aber es sind nicht alle hoch erfreut über so viel Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich habe mit diesem Thema gestellt, wir haben das diskutiert und es ist sehr schön sichtbar geworden, was diese Person in 1,5 Tagen Vorbereitung auf die Expedition und Zielfindung denn schon alles über systemische Führung gelernt hat. Das ist sehr deutlich geworden, das habe ich reflektiert und damit war das Thema auch relativ schnell wieder vom Tisch. Und die Führungskraft ist bis zum Ende auch dabei geblieben und hat beim Kloster auch gesagt, sie sieht ein, dass man damit gut lernen kann, aber bitte für mich das nächste Mal wieder Folien. Glaubt ihr, ihr kommt dann noch weiter weg von der Folie? Oder ist sowas dann auch relativ robust, so eine Einstellung? Ja, also es war auch heute in der Diskussion, dieses alle kriegen wir und immer und das wird nicht passieren. Aber einen guten Teil, den streben wir schon an. Ich glaube, dass auch die Personen den Nutzen sehr schnell erfassen, weil auch die Leute sicher die Erfahrung gemacht haben, in Trainings zu sitzen, die nicht zu 100% immer ihrem Geschmack entsprechen. Es ist halt bequemer und es ist halt auch gelernter. Okay, also man bleibt dann auch dabei, wenn das ganz anders ist, als man sich eigentlich erwartet hat, weil beim PowerPoint wären wir ja auch dabei geblieben. Ja, anscheinend, ja. Ja, das ist so wie, ja. Learner, also ich sehe genauso wie Britta, es braucht beides. Jetzt waren wir waren eben nochmal bei den Tools. Die Einführung eines Tools ist allerdings erfolgreicher, wenn es genügend und spannenden Content gibt. Ja. Also zweigleisig. Das ist doch eine spannende Rolle für uns Reflexionsassistent. Das höre ich jetzt, Reflexionsassistent höre ich heute zum ersten Mal. Ich muss mir das sagen. Ja, das hat was. Also man müsste das ein bisschen durchdenken und schauen, was das konkret bedeutet. Aber das Wort gefällt mir. Könnte man das auch als Gespräch untereinander übersetzen? Also wenn man es... Ist ja sehr viel Reflexion schon drin, ne? Ja, also ein gutes Gespräch ist immer Reflexion und ein guter Gesprächspartner ist damit immer Reflexionsassistent, auch wenn es nicht draufsteht. So, jetzt haben wir Smiley. Hier sieht jemand was genauso wie Britta. Okay, da waren wir bei den Tools. Mhm. Jetzt nochmal Rundruf an die Runde. Ihr könnt euch gerne reinschalten per Mikrofon und kommentieren und fragen und ja. Hören wir was? Dann machen wir mal einen anderen Ansatz. Welche Fragen habt ihr dann an die Teilnehmer? Aus eurem jetzigen Stand raus. Wo hättet ihr am liebsten Feedback und wo würdet ihr sagen, okay, das ist jetzt die härteste Nuss? Beliebig. Also ich glaube, es gibt viele Nüsse, die parallel nebeneinander liegen. Eine Nuss ist sicher die Rolle, nämlich wir kommen aus der Rolle des Trainers, der Trainerin, die naturgemäß etwas weiß, was die anderen nicht wissen. Das impliziert aber auch schon ein bestimmtes Menschenbild. Die Frage ist, wenn das nicht, was dann? Also ja, also was entspricht eher dem menschlichen Lernen und dem Umgang miteinander? Aber das ist eine Frage, wie kann man das auch in der Organisation gestalten? Wir sind ja nicht ganz abgekoppelt unterwegs und wollen nur Gutes tun, sondern es hat auch was mit Organisation zu tun. Also hier zu suchen und zu finden, das beschäftigt uns extrem. Und wenn man sich um das Thema Lernen, ich glaube mit dir, Karl-Heinz, habe ich einmal diskutiert, Lernen ist kein Selbstzweck, sondern hat ja immer auch ein größeres Ganzes und dann passiert Lernen einfach auch nebenbei.
Aber dass dieses Lernen nebenbei passieren kann, braucht auch sehr viel Rahmen und Rahmenbedingungen und das zu schaffen ist nicht immer ganz einfach. Irgendwo war auch elektronisches Lernen etc. Ja, schön und gut, aber wo habe ich im Alltag, im Arbeitsablauf wirklich gut Zeit, das selbst zu steuern? Oder bin ich dann, fährt das Tagesgeschäft gnadenlos drüber? Und wenn ich dann am Wochenende fix fertig da sitze, na, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Also das heißt, wo ist der Raum dafür und die Zeit dafür, sich diesen Dingen zu widmen in einem Arbeitsalltag, der natürlich auf Effizienz ausgerichtet ist, nun nah in einer Organisation, das beschäftigt uns sicher sehr stark. Das ist jetzt der Raum im Arbeitsprozess. Das ist, ich glaube, die organisatorische Frage, die wir vorher schon mal hatten. Und jetzt sind wir hier mal wieder auf der Frage des Contents, des selbst erstellten Contents durch die Lerner. Das geht irgendwie viel schneller und ist cooler, als es eine Abteilung erstellen kann. Aber wir waren ja schon bei dem Punkt, dass ihr da noch nicht seid, weil vielleicht mal hinweg. Reflexionsassistent ist in etwa so wie ein Spiegel, welcher mir zeigt, wie ich aussehe und meine Emotionen reflektiert, und der hängt in jedem Haus. Okay, lassen wir mal so stehen. Die Frage ist noch, Lernen ist Arbeitszeit. Grundsätzlich ist das bei uns so, dass Lernen Arbeitszeit ist. Ich würde aber behaupten, dass Lernen auch über die Arbeitszeit hinausgeht, weil nicht immer ist Lernen auch so bewusst. Also Lernen hört ja auch nicht auf, auch bei Menschen nicht. Aber grundsätzlich gibt es bei uns die Regelung, Lernzeit ist Arbeitszeit. Genau, aber nicht. Weil sie greifen ja zu Hause auch von ihren Rundschreiben zu und können auch da Informationen lesen. Also meistens Arbeitszeit, aber es ist teilweise eben auch in der Freizeit. Ja, aber es ist mit Sicherheit nicht der Sinn der Sache, dann die Leute, die Arbeit dann am Wochenende machen zu lassen, notfalls noch im Schwimmbad und mit Kindern, die um einen rumwuscheln. Aber es ist eine andere Frage des bewusst-unbewusst. Das ist auch wieder die Frage, was man eigentlich alles als Lernen definiert. Aber ich glaube, dass sehr viel von dem, was unsere Einstellung prägt, ja auch den ganzen Tag über unbewusst produziert wird. Wenn ich in den Laden komme und es knirscht schon, dann werde ich das nicht reflektieren und werde jetzt auch nicht über Lernen nachdenken, aber ich habe schon meine innere Einstellung auf diese ganze Umwelt ist eigentlich dann schon für den Tag gesetzt. Also es ist eher eine Kulturfrage, die dann im Hintergrund steht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Aspekt richtig verstanden habe. Aber was diese Kultur betrifft, nämlich sinnvolles Handeln, wertvolles Handeln, da sind wir sehr gut gesegnet, weil viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehen sich ja auch wirklich als gelber Engel. Also nicht nur, weil es auf der Überschrift steht, sondern die sind wirklich auch mit dem Helfen und mit dem Sinn des Ganzen sehr gut verbunden. Das ist eigentlich aus meiner Sicht schon eine gute Grundlage, wenn ich den Sinn erkannt habe, warum ich das tue, warum es mir Spaß macht und dass es mir intrinsisch ein Anliegen ist, Menschen weiterzuhelfen, schon eine gute Grundlage, um auch selbst dazu zu lernen für diesen Job. Ja, das ist das Why, weshalb passiert etwas, weshalb soll ich etwas tun, was wir ja auch schon in der Diskussion hatten. Ich glaube, ein Unternehmen ist immer ganz gut beraten, wenn es Ziele hat, die über das reine, ich will Geld verdienen und ich will überleben, auf dem Markt weit hinausgehen und den Leuten einen Zweck oder einen Sinn oder eine Antwort auf, weshalb sage ich mich hier den ganzen Tag abgeben. Und ich glaube, das ist bei euch schon praktisch eingebaut. Was ich, nennt ihr das auch gelbe Engel? Ja, ja, wir nennen uns gelbe Engel und das ist ein die Leute sind auch stolz drauf. Ja,
In einem Unternehmen braucht es daher auch Vorreiter von höheren Ebenen, um diese Erlaubnis weiter zu transportieren. Super sinnstiftend, Geld bei Engel. Why? Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ja, vielleicht können wir nochmal ins Publikum reinrufen. Das scheint ja jetzt hier eine ganze Reaktion ausgelöst zu haben, eine ganze Reaktionskette. Will sich nochmal jemand einschalten? Es ist auch eine Frage der Unternehmenskultur. Okay. Nein? Da ist noch eine Frage, die, glaube ich, ganz interessant ist. Der Volkmar fragt, woran macht ihr den Erfolg eurer Arbeit, eures Engagements fest? Ja, das ist jetzt der gelbe Engel, aber etwas konkreter gefragt. Das ist eine gute Frage. Seit wir an dieser ÖMDC-Akademie gemeinsam arbeiten, ist das eine Frage, die uns ständig beschäftigt und kaum glauben wir, eine Antwort gefunden zu haben, ist sie schon wieder ein bisschen anders und in weite Ferne gerückt. Wir suchen selber und wichtig ist uns, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, dass unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, Kolleginnen und Kollegen sich gut weiterentwickeln können und eine gute Hilfestellung haben für das, was sie gerade brauchen und was ihnen den Job da draußen einfacher macht. Weil letzten Endes sind wir auch gelbe Engel, aber vielleicht im Hintergrund und eher nicht so sichtbar für die anderen. Jetzt haben wir hier nochmal einen Punkt. Ein wesentlicher Hebel scheint mir zu sein, Lernen sichtbar zu machen, Mitarbeitern aufzuzeigen, wo überall Lernen schon stattfindet, was alles darunter fällt. Ist das wirklich wichtig, dass man das explizit macht? Oder reicht es, wenn es stattfindet? Wir hatten in der Diskussion heute das Thema Sinn und Spaß. Und ich glaube, möglicherweise kommt da noch das Thema Stolz mit dazu. Wenn ich etwas geschafft habe und darauf stolz bin, ist mir vielleicht gar nicht mehr so wichtig, was ich ganz konkret gelernt habe. Aber ich habe etwas geschafft und das treibt mich an, das nächste Mal vielleicht intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, um auch wieder diesen Stolz zu erleben. Wie konkret schafft ihr den größten Nutzen für eure Kollegen? Ich glaube, ihr habt es eben beantwortet. Ja. Weil wenn wir jetzt wieder auf die einzelnen Lernerlebnisse runtergehen, haben wir es eigentlich tiefer gehängt, als es ist. Erfolg ist, wenn von den Mitarbeitern freiwillig positives Feedback kommt. Okay. Wie kriegt ihr euch vorher? Das ist an der Tagesordnung. Das kann man schon sagen. Herr Bio, da müsst ihr was richtig machen. Ja, aber eben nicht bei allen. Ja, dann gehen wir doch nochmal auf die Kritik. Auf die Leute, die es angeblich in jeder Organisation gibt, die partout nicht wollen. Sich wegducken oder meckern oder stille Post machen oder sonst irgendwas. Ist das für euch ein wirkliches Problem oder sagt ihr, wenn wir 80% erreichen, dann ist das toll? 80% wäre super. Okay. Wie viel erreicht ihr denn so ein Jahr betrachtet mit euren Schulungen, dass die in irgendeiner Form teilnehmen, sei es Diskussion, Seminar oder sonst irgendwas? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie viel Prozent der Mitarbeiter erreicht ihr denn so im Laufe eines Jahres, dass sie mal in irgendeiner Form an irgendeinem eurer Angebote teilnehmen? Da erreichen wir fast, also zumindest im direkten Kundenkontakt 100%. Die Frage ist aber nicht, wie viel im Sinne von Quantität, sondern wie sehr im Sinne von Qualität. Weil dass sie kommen alleine und dass sie daran teilnehmen alleine, ist das eine. Ja, dass sie sich auch tatsächlich um ihr eigenes Thema auch kümmern, dass sie diese Selbstverantwortung nehmen, dass sie gerne auch sich beteiligen und nicht nur anwesend sind, das ist der zweite Teil. Das heißt, das Konzept greift noch nicht durch. Die Leute kommen zwar,
Aber ob es dann jetzt wirklich, also so gesagt, die PS dann auf die Straße kommen, das, da sehe ich jetzt noch so ein bisschen Skepsis und kann man das irgendwie näher beschreiben? Ja, ich, quantifizieren? Quantifizieren tue ich mir schwer, aber der Mitarbeiter steht unter sehr vielen anderen Einflüssen. Da gibt es noch zusätzlich zu der technischen Erfolgsrate noch einen Verkaufsdruck, das Zeitthema und man hat manchmal den Eindruck, dass der Mitarbeiter gar nicht mehr weiß, was ist die wirkliche Priorität, was ist seine ureigenste Aufgabe, weil verschiedene Interessen aus verschiedenen Fachgruppen und Abteilungen auf ihn einprasseln und da sehe ich noch Handlungsbedarf von unserer Seite her, damit man den Mitarbeitern ein klares Bild gibt. Das wäre dann aber wenig mit der Weiterbildung zu tun, sondern mit der gesamten Organisation. Ja, das ist dann Organisationsentwicklung. Das ist Unterstützung auch, wie definiere ich jetzt meine Rolle? Weil wie soll ich meine Rolle weiterentwickeln, wenn ich sie nicht noch nicht mal klar definiert habe? Das kann ein ziemliches Abenteuer werden. Das ist es, ja. Jetzt haben wir hier noch eine sehr konkrete Frage. Working out loud. Ja, wir beobachten das. Ich glaube nicht, dass du es warst. Oh ja, ich war's. Ja, okay. Ich war's. Wir arbeiten noch nicht damit, wollen aber im Herbst einen Durchgang einmal in die Pilot schicken und dann schauen, was passiert. Ah ja, okay, jetzt habe ich die Frage gesehen. Okay. Das würde ja eigentlich eurer Selbstorganisationsidee entsprechen. Genau. Aber dann kommen wir auch sehr stark in die Persönlichkeitsentwicklung rein. Also so wie ich Working Out Loud erlebe und wie ich auch die Blogs von Stepper lese. Ja. Das ist ja, also bis hin zu philosophischen Fragen kommt da ja alles rein. So. Jetzt haben wir hier nochmal einen längeren Text. Zum Thema Content. Nicht jeder Content ist gleich. Kann sich der Schreiber kurz mal reinschalten? Ich verstehe leider nichts. Nein, wir haben Rauschen. Ich lese es mal vor. Also, zum Beispiel abstraktes und theoretischer Content unterstützt den Transfer in die Praxis weniger als Content, der handlungs- und praxisorientiert erstellt wurde. Die didaktische Qualität des Contents sollte nicht der Quantität weichen. Klingt für uns logisch, ist aber vielleicht nicht jedem Mitarbeiter, insbesondere Experten, so bewusst. Passt auch ganz gut zum Stichwort Reflexionsassistent. Ja, das ist für mich so ein bisschen so ein Marsch auf der Rasierklinge. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die Leute auffordern, Content, also eigene Themen einzustellen oder will ich jetzt einen didaktisch aufbereitet und polierten Content haben, den ich anbiete? Also ich glaube, dass beides eine Berechtigung hat und dass beides auch durchaus hilfreich ist. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Was sind denn die nächsten für euch wichtigsten Schritte in so einer mittelfristigen Perspektive? Ich glaube, so eine große 10-Jahres-Perspektive würdet ihr jetzt eh nicht beschreiben. Wie weit plant ihr vor und was sind so die nächsten Schritte? Also die nächsten Schritte sind, dass wir uns vorgenommen haben, auch vom Market an zu lernen, wie man eigene Themen, Produkte gut platzieren und attraktiv machen kann. Das haben wir uns vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen, weiter auch Formate auszuprobieren, wie zum Beispiel Working Out Loud, aber auch andere, wo wir sagen, da wollen wir weiterarbeiten, da wollen wir mehr tun. Auch dieses trainerübergreifende Arbeiten, also diese
du sagst immer Reality Trainings, also dass es wirklich so wie in der Praxis ist und nicht, nicht zu sehr theoretisiert wird, da wollen wir dran weiterarbeiten. Naja, und aus der Diskussion wurde ganz klar heraus, dass wir dieses Thema interne Netzwerke ja, durchaus weiter bearbeiten müssen. Das wird uns aber noch eine Zeit lang beschäftigen. Okay. Ja, ich sehe gerade so mit Blick auf die Uhr, wir haben unser Zeitziel eigentlich auch voll erreicht und bin jetzt auch so, haben wir noch Fragen? Karl-Heinz, du hast vielleicht genauer beobachten können, was hier im Chat drin steht. Nein, du warst sehr aufmerksam. Du hast sehr intensiv den Chat mitgelesen. Nein, herzlichen Dank. Ja, unsere Zeit ist auch wirklich um. Auch euch dreien beim ÖAMTC ganz herzlichen Dank für eure vielen Antworten und Anregungen. Es hat ja eine intensive Diskussion gegeben, auf Twitter weniger, aber hier im Chat hat sich alles abgespielt. Aber ich bin ganz glücklich, dass so viele sich da geäußert haben. Euch herzlichen Dank und danke auch allen denen, die mitdiskutiert haben und in den nächsten Tagen noch weiter diskutieren. Der Discuss-Bereich bleibt ja offen. Ihr könnt in den nächsten Tagen eure Gedanken da noch ergänzen, euch noch mit den anderen austauschen. Und wir haben jetzt schon wieder den nächsten CL-Sprint angekündigt. Der ist am 13.07. Es geht im nächsten Sprint um Blended Learning auf der Basis von kuratierten Inhalten. Haltet euch also Freitag, den 13.07. wieder frei. Gleicher Ablauf, morgens um 7 steht alles bereit. Und um 13 Uhr gibt es wieder die Live-Session, die man diesmal auch sogar live mitverfolgen kann bei Audi direkt. Denn die Gestalter dieses CL-Sprints werden die Kollegen von Audi sein. Ja, schönen Dank fürs Mitmachen und diskutiert noch weiter. Danke für die Technik, für die technische Unterstützung, der ich heute noch nicht gewachsen gewesen wäre. Und wir wünschen euch viel Erfolg und ich glaube, wir werden euch weiter, ja, würde ich jetzt fast gesagt verfolgen, aber begeistert beobachten, passt vielleicht besser. Danke euch, danke allen. Tschüss. Tschüss.